wenn ich komponiere, dann ist da immer ein Ansatzpunkt, der mit Emotion zu tun hat. Man kann nicht immer das Gefühl isoliert sehen. Das Gefühl ist sowieso mit dem Klang verbunden. Immer. Und je länger der Ton ist, wenn es ein lang gehaltener Ton ist, so hat der auch mehr, sagen wir mal, emotionale Substanz. Gerade unsere Aufgabe als Kreativer Mensch liegt nicht darin, Theorien zu entwickeln oder auch Theorien zu verdeutlichen, sondern immer von was Lebendigem auszugehen. Ich finde aber, dass das ein ganz zentraler Punkt der Musik ist, dass hier und jetzt, dass jetzt etwas ist. Und das ist eigentlich der Kern der Idee der Wiederholung, dass etwas vergegenwärtigt wird.